Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und dir das Video zum Mittelwert Mastery 2 ansiehst. Mein Name ist Lea und heute werde ich dir wieder zwei Beispiele zeigen, die schon gar nicht mehr so einfach sind. Viel Spaß beim Ausprobieren! Erinnere dich zurück. Was genau war dieser Mittelwert oder das arithmetische Mittel? Das arithmetische Mittel kann berechnet werden, indem man die Summe der Daten einer Liste durch die Anzahl der Daten der Liste dividiert. Das kann man aber auch anders schreiben. Damit man nicht immer arithmetisches Mittel schreiben muss, kürzt man das arithmetische Mittel mit einem x und einem Querstrich oberhalb ab. Das heißt, man schreibt x quer ist gleich Summe der Daten einer Liste dividiert durch Anzahl der Daten einer Liste. Soweit kennst du dich ja schon aus. Nun kommen wir aber zur ersten Aufgabe. Dort kannst du dein Wissen gleich testen. Es ist Sommer und ich möchte gerne ins Schwimmbad gehen. Daher verschaffe ich mir einen Überblick über die Temperatur an den einzelnen Wochentagen. Ich notiere mir die Temperatur der einzelnen Tage in einer Tabelle. Diese Tabelle kannst du hier sehen. Nun frage ich mich jedoch, wie warm war es in dieser Woche eigentlich im Durchschnitt? Erinnere dich zurück, wie man das nun berechnen könnte. Starten wir also mit der Berechnung. Unser Ziel ist es, herauszufinden, wie warm es in dieser Woche im Durchschnitt war. Erinnern wir uns an die Formel für das arithmetische Mittel. X quer ist gleich die Summe der Daten der Liste dividiert durch die Anzahl der Daten einer Liste. Um die Summe der Daten aus der Liste zu erhalten, addieren wir die Werte aus der Spalte für Temperatur. Die Anzahl der Daten einer Liste ergibt sich durch die Anzahl der Wochentage, ist also 7. Schreiben wir das nun an. X quer ist gleich die Summe der Daten dividiert durch die Anzahl der Daten. Das Ergebnis dieser Rechnung ist 26. In dieser Woche war es im Durchschnitt also 26 Grad Celsius warm. Im Wetterbericht sehe ich jedoch, dass mein Thermometer am heißesten Tag dieser Woche 4 Grad Celsius zu wenig angezeigt hat. Wie wirkt sich diese Korrektur der Temperatur nun aber auf das arithmetische Mittel aus? Drück hier auf Pause und überlege zuerst einmal selbst. Ich bin mir sicher, du hast schon eine Lösung gefunden. Ich zeige dir nun, wie ich das Problem gelöst habe. Da man einen Wert aus der Liste durch einen höheren Wert ersetzt, erhöht sich die Summe der Daten aus der Liste. Das arithmetische Mittel muss daher ebenfalls größer sein, da die Summe der Daten im Zähler des Bruchs steht. Schauen wir es uns mit den Zahlen an. Der heißeste Tag der Woche war der Freitag. Am Freitag habe ich in meiner Tabelle 30 Grad Celsius notiert. Da es nun jedoch 4 Grad wärmer war, als ich notiert habe, hatte es am Freitag 34 Grad Celsius. Wir können das arithmetische Mittel nun also noch einmal berechnen. Dafür setzen wir nun statt 30 Grad die 34 Grad ein und berechnen das neue arithmetische Mittel. Dieses beträgt dann 26,57 Grad Celsius. Wir sehen nun also, dass das neue arithmetische Mittel einen höheren Wert hat als derjenige, den wir in Aufgabe 1 berechnet haben. Der neue Durchschnittswert beträgt 26,57 Grad Celsius. Kommen wir zur zweiten Aufgabe. Thomas ist leidenschaftlicher Radfahrer. Da er so gerne mit seinem Fahrrad unterwegs ist, fährt er tagtäglich mit dem Rad zu seiner Freundin. Im Durchschnitt fährt er in einer Woche 25 Kilometer pro Tag. In dieser Woche muss er aber zum Zahnarzt. Deshalb fährt er am Dienstag noch einmal 15 Kilometer mehr als sonst. Wie viele Kilometer fährt Thomas also in dieser Woche insgesamt mit seinem Fahrrad? Und ändert sich dadurch nun der Mittelwert? Wie viele Kilometer fährt er in dieser Woche im Mittel an einem Tag? Drücke hier auf Pause und hilf Thomas dabei, diese zwei Fragen zu beantworten. Willkommen zurück! Gemeinsam werden wir nun deine Lösung überprüfen. Wie viele Kilometer fährt Thomas in dieser Woche insgesamt? In einer normalen Woche
fährt Thomas im Mittel 25 Kilometer pro Tag. Wie viel er in der Woche insgesamt fährt, können wir also mit einer einfachen Rechnung, 25 mal 7 ist gleich 175, herausfinden. Das heißt, Thomas fährt in einer normalen Woche insgesamt 175 Kilometer. In dieser Woche fährt er am Dienstag noch einmal 15 Kilometer mehr. Das gibt also eine Gesamtkilometerzahl von 175 plus 15 ist gleich 190 Kilometer, die Thomas in dieser Woche insgesamt fährt. Zur zweiten Frage. Wie viele Kilometer fährt Thomas dann in dieser Woche im Mittel an einem Tag? Dafür brauchen wir nun nur die neue Summe der Daten, also 190 Kilometer, dividiert durch die Anzahl der Daten, also die Anzahl der Wochentage, also durch 7 dividieren. 190 dividiert durch 7 ergibt einen Wert von 27,14. Thomas ist in dieser Woche also im Mittel 27,14 Kilometer pro Tag gefahren. Super, du hast es geschafft. Wir sind schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich bin mir sicher, du konntest die Beispiele ohne Probleme lösen. Geh nun gerne noch weiter und schau dir das Mastery Video 3 zum Mittelwert an. Viel Spaß!